Ja, Leute, was geht? Und es geht weiter mit Just Cause. Hier mit mir in Pyrus. Wir haben letztes Mal, die Ding fertig gemacht. Und jetzt machen wir weiter. Wir fahren nämlich jetzt zu unseren lieben Auftragsgebern. Und gucken mal, was sie heute von uns wollen. Bin mal sehr, sehr gespannt, was sie heute von uns wollen. Ich muss auch ein bisschen auf die Gigawatt-Anzahl achten, weil ich muss dann immer noch Hitman aufnehmen. Wenn ich den PC jetzt zu, wenn ich meine Festung jetzt zu lange mit Just Cause vollklatscht, dann habe ich ein ganz großes Problem. Dann ist Hitman im ganz wohl, ja gut, dann müsste er weg, aber das wird dann halt, na, ich habe momentan ja ein paar Renderprojekte wieder. Ich sammle wieder Renderprojekte, aber ich habe momentan auch noch genug Videos auf YouTube, also wir sammeln jetzt vor Renderprojekte. Red Dead habe ich schon aufgenommen, ich habe noch was anderes aufgenommen. Red Dead aufgenommen. Obwohl ich glaube jetzt kenne ich schon da, weil ich aufgenommen habe. Battlefield 1 habe ich in die Singleplayer-Kampagne aufgenommen, weil wird ja nicht kommen, die Singleplayer-Kampagne, die ist schon aufgenommen. Ja, weil ihr fragt mich noch, ob ich noch Battlefield 1 und Battlefield 5 draußen ist, aber ich habe Bock bekommen und ich dachte so, ey, ich will die Story mit einmal gespielt haben. Ich weiß, Battlefield spielt man nicht wegen der Story, das ist mir bewusst, dass man sich, kaufe ich mir auch nicht wegen der Story. Aber wenn sie halt dabei ist, dann will ich sie auch zocken. Wir wissen, was DICE da zu hauen hat, ne? Und empfehle mich darüber, ey, ich, und DICE ist eigentlich ganz gut. Also nicht ganz gut, ganz nett gemacht. Also ja, gut, ne? Battlefield halt, der Battlefield Story ist halt, ne? Jetzt nichts Überragendes, jetzt nicht irgendwie, wo ich sag, so nach 10 Jahren, ey, weiß noch, Battlefield 1, Mission 8, Alter. Boah, der Panzer. Das sage ich nie. Aber man erinnert sich dann doch eher an die geilen Multiplayer-Matches, dafür ist es ja auch gedacht. Singleplayer gibt es auch als Bad Company. Und ja, ich finde sie ganz nett. Ich finde sie so ein bisschen wie Popcorn-Kino. Ich finde das Singleplayer-Kampagne auch immer deswegen ganz gut. Man kann sich gut in dieses Battlefield-Gefühl reinbringen. Bevor ich halt die Multiplayer spiele, erstmal Singleplayer. Bei Battlefield 1 habe ich es andersrum gemacht. Aber dann noch finde ich ganz gut zu sagen, oh, ich habe bei Mission bei noch ein bisschen Schwierigkeiten mit der. Mit der Handhabung in dem Spiel. Ich mache einfach mal eine Mission in Ruhe. Und Singleplayer-Kampagne, das passt denn eigentlich? Hey, Winky, Winky, hey, Winky, gucken. Na, wie geht's? Oh, sorry. Du hast da in ein riesiges Wespennest gestochen, Rico. Polizei und Armee verhaften alles, was sich bewegt. Mendoza, wird nervös. So, jetzt legen wir den Köder für die Guerillas aus. Esperanza dealt neuerdings mit schwerem Gerät. Sie hat eine Anzahlung für Waffen gemacht, mit denen die Guerillas putschen wollen. Und du wirst ihr Händchen halten, damit nichts schief läuft. Warum? Weil Uncle Sam das Geld kassiert. Darum. Sorg dafür, dass Esperanza überlebt und die guten Jungs das Geld und die Kanonen bekommen. Dein Mietwagen. Nimm bitte zur Kenntnis, dass er keine Kratzer hat, ja? Also fahr keine Dellen rein, okay? Ah, ist ja nicht witzig, Rico. Zum Verlieben, oder? Keine Dellen, ich glaube. Erstens, man kann damit nicht fahren. Mit einem Helikopter fliegt man. Ich weiß nicht, wie man mit einem Helikopter fährt. Musst du mit? Muss ich mitnehmen? Oder? Oh gut, oder nicht. Das weiß ich nicht, ob ich die mitnehmen muss. Gut. Dann noch eine kleine Flugstunde. Ja, das. Ja, guck mal, das riesige Ding hier in der Fresse. Yay, cool. Gut, das mag ich in der Kamera haben, ey. Das ist echt nicht zu lang geworden. Nichts, bloß nicht zu lang machen. Hallo, Raketen. Das ist nicht gut. Entschuldigung.
Meine Schuld. Bam, bam, bam. Aber gut, geflogen bin ich jetzt mit Helikopter genug. Das haben wir ja schon ein paar Folgen ganz gemacht. Also sollte ich jetzt nicht. Ja. $1 Million in gebrauchten Scheinen ist doch ein echtes Schnäppchen für eine Revolution, Kenner? Kommt drauf an, wer zahlt. Ha, lass uns gehen. Also so läuft die Sache. Wir beide werden in die Schlucht gehen und zwar allein. Dort warten zwei Laster. Sie kriegen die Kiste, wir kriegen die Laster. Wir fahren mit den Lastern weg. Ende der Geschichte. Also, vamonos. Das hört sich, tut mir leid, das hört sich zu einfach an. Aber gut, ich habe euch ja schon einen Militärstützpunkt gegeben, also ich werde eigentlich mittlerweile relativ gut ausgerüstet, was so Waffen angeht und sowas. Ja, eigentlich schon. Da muss ich schon sagen, da hat er schon eigentlich relativ gut am Start. Ah, es ist immer wieder schön, mit dir Geschäfte zu machen, Esperanza. Danke sehr. Darf ich? Zähl ruhig nach. Bitte. Wo wären wir denn ohne Vertrauen? Hast du die Raketenwerfer? Sam 3, noch hübsch original verpackt. Auf den Laster. Darf ich? Natürlich. Viel Spaß. Okay, jetzt haben wir hier nicht mehr, ne? Scheiße. Natürlich, die Chance entstehen, das Geld sicher. Ja! Danke! Klar, voll eine Granate reingeballert ins Auto. Oh, vielen Dank, ey. Scheiße. Ja, danke, danke, danke. Reicht, reicht, reicht. Ja, genau. Er kommt hier noch neben mir. Toll, wir kein Auto. Subi. Subi. Hey. Ja, toll, was ist denn? Geil. Hallo. Hallo. Danke. Oh genau, da meint er mit dran. Ah, bitte. Na gut, im Auto könnte man eigentlich nichts. Ja, danke, das ist mir natürlich vor mir explodiert, das Auto, wer das auch in den Griff gejagt hat, vielen Dank. Oh Gott, habe ich halt ein Glück. So viel Glück gerade, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Warte. Ja, wir müssen mit dem Anhalten zwingen. Ja, toll, wenn jedes Mal alle...
Er ist raus. Klappt das? Nein. Na. Wow. Naja. Klappen war er. Hat er nicht geklappt. Ich kann auch nicht Drive-By machen. Die können mich halt durchgehend an. Hackt er jetzt? Ja, genau. Tschüss. Am Wald rein. Ich kann nichts machen im Auto. Ich bin ja auch noch ein Platten. Ja, ich stand mir Steuerung plus ein Platten. Ist ja so. Oh, Leute. Nein. Ich kann auch, denn man ist selber so machtlos im Auto. Oder allgemein, also weil es Autos sind, bist du sowas von machtlos. Nein, also eher. Ja. Nein, damit durch. Hallo. Raus da jetzt. Doch raus. Herr Gott, nochmal jetzt, komm. Was? Vergangen. Da fahr ich jetzt, Alter. So, komm. Was? Jetzt müssen wir tot sein. Ich betrachte ihn als kleinen Vorschuss. Ja, bitte. Oh Gott, das sind ein bisschen wie. Bist irgendwie so machtlos, wenn du halt. Klar! Danke, Brina. Ich hoffe, Sie genießen Ihren Urlaub, Senior. Was machst du da? Politische Karte, Ruby. Läuft gut. Dann würde ich mal sagen, kriegen die mal ihren Anteil, ne? Ja, würde ich mal sagen, wir holen uns jetzt nur kaum Energie. Das ist irgendwie echt scheiße. Ja gut, Mission ist immer gut gegangen, aber wenn du im Auto bist selber, das ist halt echt eine Scheiße. Können wir verstärken? Nee. Das Problem ist auch, du kannst auch nicht mehr Energie auffüllen oder aushalten mit verstärken. Und dann müssen wir die Guerillas nächstes Mal mal ein bisschen wieder. Die
könnten wir mal wieder ein bisschen helfen, weil hier haben die Geist wohl noch gar nichts, ne? Wie haben wir auf dieser Insel? Wir haben auf dieser Insel 4. Nee, nicht 4, sondern 5. Da könnten wir eigentlich machen. Wir müssen einfach nur zu einem Guerilla tatsächlich hinfahren, dann müssen wir die Lili und fliegen da zum nächsten Guerilla hin. Das könnten wir in der nächsten Folge kurz mal machen. Dann wird die auch wieder so ein bisschen hier versorgt. Ja, die Provinz. Dann weißt du, was du zu tun hast, ne? Würde ich sagen, wenn du das weißt. Bald ist eine neue Regierung, dann hast du ja wieder Geld. Ein paar wenigen. Na, wenigen Tagen nicht, aber. Bald. Gut, was geht da denn? Denn ich brauche immer Energie. Ich werde hier ein bisschen Energie bekommen, oder? Oder ist ja wieder so eine Energiesache. Oh Leute. Nicht mal einer von euch Energie haben. Na gut, dann sind wir nicht treffen, sonst gut. Gut. Was zum Teufel? Wie wurde ich denn jetzt hier getroffen? Alter, manchmal denke ich auch so, die fliegt einfach immer in die Luft. Danke für die Lichtenergie, danke für die Granaten. Ja, danke. Hey, muss da mal irgendjemand, da ist Energie. Bisschen zu mir, danke. Weiter schon. Ist ja nur Dorfkampf. Der orientiert ist. Also, ja, kommt aber an, ob man Energie verliert. Das ist halt ist, ne? Ja, genau, wir fahren noch weiter. Was zum Fick? Manchmal denke ich, das ist echt nervig. Jetzt kommen. Genau, da können wir jetzt nicht auf. Wenn ich da ein besseres zu tun habe, mach das mal. Geschafft, hier ist euer Ave Maria Purissima. Ansiedlung und befreit, na gern doch. Bevor du wieder losfährst, dann habe ich keinen Bock drauf. Dann holen wir uns jetzt das Militär. Und dann sie. Können wir hier durch die Röhre gucken, die der Präsidente. Wird er wohl auch, mein Militär. Och nö. Gott, wie viele Waffen die jetzt mittlerweile schon haben. Ich meine, wir haben ja schon ein Militär. Haben die ja nicht das zweite, die müssen ja auch schon so ganz schöne Stärke haben, ne? Bin doch schon, ja. Nein, klar, die Region immer stärker, aber. Und dann wird's doch. Und das Witzige ist ja eigentlich dann das Team, ne? Wie du sie halt freischaltest und Dinger. Die sind halt jetzt nicht irgendwie willkürlich irgendwie. Ich glaube bald, dass. Ich weiß nicht, ob ich.
Entweder, dass man sich... Dass das hier von El Presidente ist. Dass er abgelegen ist. Weißt du, das würde so voll passen. Und eine kleine Insel für ihn. Nur für ihn. Weil das das letzte dann ist, wenn wir das haben. Nee, machen wir das nächste Mal, nächste Folge so, dann wir müssen ja auch nur die Guerillas kurz helfen. Wir müssen halt zu einem Guerilla fahren, ja. Und den Rest fliegen wir halt. Tue ich auch. Aber nicht jetzt. Ja, jetzt, Leute. Holen wir uns einen fucking Militär. Liebe Regierung, ich würde ja irgendwie mal... Wenn ich die Regierung wäre, ne, dann würde ich einen Feind haben, ne? Oh Gott. Den da vom Chaotenhaufen. Nicht dagegen fahren! Okay. Mach mal. Ich will schon hinbekommen. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, vielen von dir. Ständige Regierungsblockade. Okay, das ist natürlich auch deutlich einfacher als letztes Mal. Aber wir haben es auch überlebt. Jetzt kann ich jetzt einen zweiten Teil nachher essen. Dann gehen wir mal gucken. Ihr kriegt mich nicht tot. Weil ihr da zu blut. Ja, keine Ahnung. Blutet ihr mich dazu nicht? Das lasse ich nicht zu. Yeah. Okay, yep, mach ich. Noch eine Regierungsblockade, dann haben wir es. Und die Geschichte. Diese Idioten. Ja, bumm. Und nochmal. Ja, wumms. Haben sie die feine Flagge. Ja, sogar mit Flugzeugen haben sie das jetzt. Lol, wie stark die mittlerweile sind. Das fliegen könnt ihr auch. Mittlerweile. Ja, die sind halt schon heftig geworden. So ein deutliches Stirb. Flagge weg, Tim, bitte. Yeah! Ich würde ja gerne helfen, Senior, aber ich bin zu beschäftigt. Adios. Oh Gott, und das gehört jetzt auch schon denen, oder was? Ach du Kacke. Denen gehört schon so vieles. Da schon 1, 2, 4, 6. Ja, sogar mit Abwehrgeschützen. Das läuft bei denen. Können wir haben.
Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es dann wieder heißt Just Cause. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, euer Pyrus.